Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte euch mal gerne zeigen ein paar Sachen von Gambia. Ich bin ein junger Mann aus Gambia und ich lebe in Stuttgart. Also, viele haben gefragt, wie viel Sprache kenne ich in Gambia? Ich kenne viele, 3 Sprachen aus Gambia. Ich kann Wolof, ich kann Fula und Mandinka. Und Mandinka ist meine Muttersprache. Abanyadi. Okay, Abanyadi ist, wie geht es dir? Also, Gambia ist ein kleines Land oder Insel. So groß ist Gambia. Nachbarland ist Senegal. Das ist Gambia, ist alles mit Wasser. Das ist Wasser. Bis hier und das Rest hier ist alles Senegal. Okay, aber das ist auch hier alles Wasser. Ja? Das heißt, Gambia ist eine Insel. Seht ihr das? Wir sind hier in die Mitte. Wenn du links geht, ist Wasser, Rest ist Wasser. Dann kannst du nirgendwo, musst du Brücke gehen und dann nach Senegal. Weil sonst kommst du nie raus von Gambia. Oder entweder mit Flugzeug. Also, und so viel Geld haben viele Leute nicht. Deswegen muss man mit Auto fahren oder, ja, was du hast, Bus. Also, Gambia ist ein sehr, sehr schönes Land. So ist das in Gambia. Wir haben so viele verschiedene Leute in Gambia. Schwarz, blau, rot, grün. Nein, Spaß. Aber wir haben weiß, dunkelhäutigen. Es gibt so viele Leute in Gambia, unglaublich, aus verschiedenen Ländern. Leute kommen aus Mauritanien, Sudan, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Kongo, Nigeria, Ghana, South Africa, Angola. Leute kommen einfach in Gambia, weil die dort ihre Zukunft finden. Und die kommen und arbeiten dort oder die haben neues Leben dort, sozusagen. Beispiel, wir sind auch hier, wir arbeiten oder so Sachen machen und so. Es ist so, man kann überall wandern gehen. Du kannst nicht hier sitzen und sagen, ja, ich darf nicht hier kommen. Nein, du bist hier geboren, du bist nicht mit das Land gekommen. Sondern du bist gekommen und das Land war schon da. Und schon vorbereitet, dass du noch leben kannst. Also, sag nicht, dass Leute rausgehen muss. Sondern, bleib gut, gesund, freundlich zu Leute. Also, Gambia ist Smiling Coast, Happiness. Das ist ein paar Bilder, sondern die sind auch so alte Bilder von Gambia. Gambia ist, das hat unser Opas gemacht. Die arbeiten so und verdienen ihr Geld. Weil unser River Gambia hier, das ist alles mit Wasser. In Gambia, überall gibt es Wasser, Fluss und so. Also, und es ist Salzwasser. Und da gibt es viele Fisch, kann man jeden Tag neue Fisch bekommen und essen. Es ist nicht wie hier, Fisch 5 Tage im Kühlschrank, eine Woche, einen Monat. Nein, in Gambia, wenn dieser Fisch 2 Tage bleibt, müssen sie sagen, nein, wir essen das nichts. Muss frisches Fisch essen. Ja, so ist das auch mit Mangos und so weiter und so fort. Banane und sowas, Orangen. Ja, okay. Deswegen, Gambia ist ein sehr, sehr schönes Land. Du musst nicht sagen, du kannst keine Afrikanisch oder kannst du niemanden aus Gambia. Seht ihr das? Da kannst du sehr gut chillen. Hast du deine Ruhe, kannst du gut Party machen da. Und Gambia ist es nicht so wie hier, dass man überall Steuer zahlen muss. In Gambia kannst du einfach chillen, wie du willst. Kannst du deine Musik einfach auf deiner Austour hinstellen
und voll laut machen. Keiner sagt, mach leise, mach so. Nein, jeder macht, was der will. Ja? Aber muss nicht böse zu anderen sein. Wenn du siehst, was du machst, gefällt deinen Nachbarn nichts, dann mach lieber nichts. Weil bei uns, es gibt Respekt und Respekt, Respekt. Wir haben diesen Respekt zu unseren Eltern gesehen und deswegen, wir geben auch Respekt zurück. Dein Nachbar musst du nicht böse zu denen sein, musst du nett zu deinem Nachbar sein. Nachbar ist wie deine Familie oder einer von deiner Verwandten. Familie. Wir sind alle Familie. Also, Nachbar darf zu mir kommen und fragt mich, ob ich Salz habe oder habe ich Reis. Es gibt schon. Wenn mein Nachbar was nichts hat, dann kannst du mir kommen und sag, hast du das oder so, dann gib es ihm. Und nächstes Mal, wenn ich auch was brauche, dann gehst du Nachbar. Weil ich weiß schon, ja, Nachbar ist da. Ich brauche nicht so weit weggehen. Nachbar ist da, der ist mein Nachbar, es ist wie meine Familie. Deswegen bei uns, unser Nachbar sind so. Meine Papa und meine Nachbarin, unsere Nachbarin sind sehr gute Freunde. Ich bin geboren, ich bin, als ich klein war, ich habe gedacht, unser Nachbar ist mein zweiter Vater. Aber das war nicht so. Der ist meine Nachbarin. Und ich kann zu Nachbar gehen, dort übernachten, es ist egal. Ja? Also, Gambia, es ist ein sehr, sehr schönes Land. Und ich kann Mandinka. So geil, Mann. Ja? Ich werde euch mal viele beibringen, was man in Mandinka sagen kann, auf Mandinka sagen können, ja? Weil ich bin in Deutschland gekommen, ich habe Deutsch gelernt, wie alle anderen. Und es freut mich schon, dass ich auch Deutsch reden kann, dass ich zur Arbeit gehen kann. Ja, ich arbeite, ich verdiene mein eigenes. Ich kann auch viele Sachen machen. Beispiel, ich kann laufen. Habe ich schon mal gemacht in Deutschland. Langlauf oder 200 Meter laufen. Marathon habe ich schon gemacht. Ich kann das sehr gut. Ich bin ein guter Läufer. Und ich kann sehr gut malen. Ja, ich habe mein Haus hier alles voll mit meinen eigenen Bildern. Und ich habe so viele Hobbys. Trommel ist mein Hobby. Ich kann sehr gut trommeln. Manchmal mache ich ein bisschen Musik. Singen mache ich immer auf Baustelle. Erster Tag, Baustelle, Akkuschrauber, Baumaschine, Werkzeug, Tools, Brot, everybody, Kinderzeit, Elternzeit, Urlaub. Also, das war nur Spaß. Das mache ich gerne, Mann. Wenn ich auf Baustelle bin, oh, voller Musik mit meinen Jungs. Sind auch wie meine Familie. Unglaublich. Ich habe nette Arbeitskollegen. Wir singen überall, Mann. Yo. Ich bin Elektriker, aber wir machen viele Solar Energy. Und da sind wir oft da. Und da ist nur uns. Die Kunde ist in sein Zimmer. Dann machen wir unsere Musik und können wir unterhalten, singen, was wir wollen. Aber trotzdem gutes Arbeit. Unsere Arbeit ist immer sauber. Und ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ich werde euch mal viel beibringen. Das war nur so Hallo zu sagen. Weil ich habe schon viele Abonnenten bekommen und es freut mich schon davon. Und ich werde euch mal viele von Gambia zeigen und viele von Gambia beibringen. Beispiel, Menschen wollen Mandinka lernen oder Wolof. Ich konnte euch ein bisschen beibringen. Es ist schwierig zu übersetzen, aber ich versuche mein Bestes. Ja? Danke euch, danke euch, danke euch. Und bitte nicht vergessen, lass mal Daumen hoch und bitte abonnieren. Und wenn du das Video verteilen kannst, bitte mach das. Ich versuche mein bestes, gutes Video für euch zu machen. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe keine Videokamera oder sowas. Das ist mein Problem. Also muss alles erstmal mit Handy anfangen. Und wenn ich dahin kommen kann, eine eigene Kamera zu kaufen, dann mache ich meine eigene Kamera, dann kann ich euch viel beibringen. Danke euch. Und bitte nicht vergessen, teilt mal das Video und abonniert auf meinem Kanal. Ich liebe euch alle.